Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir über die Nachfolgerin der EOS R und warum das schärfste Objektiv nicht von Canon oder Sony oder Nikon gebaut wird, sondern von Yongnuo. Also viel Spaß und seid gespannt. Gerüchten zufolge soll eine neue EOS R-Kamera dieses Jahr noch auf den Markt kommen. Sie soll nicht offiziell EOS R Mark II heißen, aber insgeheim wird es so eine Art Nachfolgekamera zur EOS R natürlich sein. Sie soll sich unter der EOS R 6 einordnen. Da ist ein bisschen die Frage, welcher Sensor wird dort verbaut, welchen Preis soll sie dann am Ende auch aufrufen und was soll die Zielgruppe sein? Ich meine, die EOS R hat ja nun ein sehr gutes Format, also das ist jetzt die R5, aber die ist ja fast identisch mit der EOS R, bis auf ein paar kleine Besonderheiten. Und das Packmaß ist recht gut, ich mag auch den Body und ich mag auch die ganze Usability von Canon. Das heißt, es wird mit Sicherheit eine sehr gute, stabile Kamera sein. Aber welche Zielgruppe sie hat und wo sie am Ende auch hingehen soll, das bleibt noch ein bisschen offen. Das weiß man noch nicht so richtig. Dieses Jahr soll die Kamera auf jeden Fall noch auf den Markt kommen. Wenn es soweit ist, dann werde ich sie auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen. Mich würde interessieren, ob ihr darauf gespannt seid, ob ihr sie euch anschauen werdet. Oder ob ihr bereits eine EOS R habt und sagt, nö, och, ich müsste da jetzt nicht wechseln auf eine Nachfolgerin, das passt mir so, wie es jetzt ist. Dann kennen wir alle von Sony die ZV-E10 Kamera, die ja nun sehr erfolgreich zumindest verkauft worden sein soll, laut Sony. Und die richtet sich vor allen Dingen an alle, die so ein bisschen vloggen wollen und auf der Reise fotografieren und ein bisschen filmen wollen. Und Canon scheint das etwas ein Dorn im Auge zu sein, denn Canon möchte gern mit einer Kamera dieses Jahr noch kommen, die ähnlich aufgestellt ist, also sich an Vlogger und Vloggerinnen richtet, mit einem APS-C-Sensor und in etwa von der Größe her wie die M6 Mark II daherkommen wird. Also jeder, der die M-Serie kennt, ich hatte sie selbst nie in der Hand, auch die Sony natürlich nicht, aber alle, die das kennen und dieses Format sympathisch finden, für die könnte das was sein, gerade für unterwegs, wenn man jetzt kleines Packmaß braucht und jetzt nicht unbedingt auf Vollformat angewiesen ist, da könnte das auf jeden Fall die Möglichkeit sein, eine Canon dann quasi immer dabei haben zu können. Und was sie natürlich kostet, ist noch nicht ganz klar, aber das wird sich dann schnell herausstellen. Und wenn sie konkurrenzfähig sein soll, dann sollte sie auch in etwa wie die Sony kosten. Also da bin ich gespannt, was Canon da auf den Markt bringt und wie wettbewerbsfähig das Ganze dann auch ist. Wir bleiben bei Canon und zwar dieses Mal bei den Objektiven. Es gibt für den RF-Mount, der bei den EOS R-Kameras verbaut ist, noch kein richtiges, zumindest für mich, richtiges, ernsthaftes 35mm Objektiv. Es gibt das 1.8er STM. Und das ist gut, das ist okay, das ist auch vom Preis gar nicht so teuer, aber für alle, die ein bisschen mehr machen wollen im Sinne von professioneller Einsatz, also gut abgedichtet gegen Staub und Spritzwasser, vielleicht eine Blende von 1.4, für die gibt es noch nichts. Man muss quasi die alten Gläser adaptieren oder wie ich hier das Sigma 35 1.4, das legendäre, dann auch mit dem Adapter an der Kamera dementsprechend adaptieren. Jetzt möchte Canon gern gleich eine 1.2 Version rausbringen und die sollte es letztes Jahr schon geben. Das wurde verschoben. Die sollte dieses Jahr kommen. Das wurde jetzt auch verschoben. Sie soll dann nächstes Jahr kommen. Also es ist ein bisschen die Frage, wann das Ganze kommen soll. Mir persönlich würde 1.4 als Blende völlig ausreichen. Ich bräuchte keine Blende 1.2, denn der Schärfebereich im Bild ist dann noch so minimal. Selbst wenn du bei dunkelstem Licht jetzt eine beste ISO-Performance noch abrufen möchtest und brauchst jetzt die beste Blende 1.4 und 1.2, hast du nicht viel Restschärfe im Bild. Das muss man immer bedenken. Also ich frage mich, wann Canon angedacht hat, das Objektiv rauszubringen und ob es dazu auch ein 1.4er Objektiv geben wird. Denn das wäre so ein bisschen auch für mich eher in meinem Fall spannender und interessanter, auf ein 1.4er Objektiv zu gehen. Weil das Sigma habe ich, wie gesagt, da bin ich auch sehr zufrieden. Aber ein natives RF, das wäre noch nice to have, sage ich mal, wenn man das jetzt hätte im Canon-Haus. Aber das gibt es leider noch nicht und ist wahrscheinlich auch nicht angedacht. Man möchte wahrscheinlich sehr zwischen der Premium- und der Normal- oder günstigen Klasse hier unterscheiden. Und zwar mit dem 1.8er und dann mit dem 1.2er, wenn es denn dann irgendwann mal kommt. Kommen wir zur Panasonic. Die wollen ihre Kameralinie komplett einstampfen, die in etwa vergleichbar ist mit der Leistung von Smartphones. Okay, mit Smartphones kann man inzwischen sehr viel tun, also in 4K aufnehmen oder sogar in 6K und 8K. Du kannst da tolle Bilder damit aufnehmen, du kannst auch in Lowlight inzwischen sehr gut damit fotografieren. Aber eine richtige Kamera in der Hand zu haben, ist für mich zumindest nochmal was anderes. Aber ich verstehe auch den Ansatz, dass Panasonic diesen Markt inzwischen, der eh schwer umkämpft ist, nicht mehr bedienen möchte, denn sie möchten eher in den Premium-Sektor gehen.
Das ist ja eine Tendenz, die wir seit 2-3 Jahren inzwischen beobachten können bei den meisten Kameramarken, dass hier immer mehr in den Premium-Sektor hineingegangen wird und da quasi investiert wird. Das hat jetzt auch nicht nur unbedingt was mit der Sensorgröße zu tun, sondern im Allgemeinen, da lässt sich auch einfach mehr Geld verdienen. Und da ist der Abstand vom Leistungsvermögen zum Smartphone nochmal deutlich größer und vor allen Dingen auch sichtbarer. Und demzufolge denke ich zumindest, ist es auch hier wieder ein Grund für einen Kamerahersteller, diesen Weg zu gehen. Ich selbst hatte nie eine Panasonic in der Hand. Ich weiß aber, dass die S-Serie, vor allen Dingen die Vollformatkameras, wohl sehr gut sein sollen im Video- und im Fotobereich. Sie wollen hier, wie gesagt, die Sparte, die auch mit Smartphones konkurrieren kann, nicht mehr bedienen und gehen hier also raus. Okay, wieder ein Kamerahersteller, der es so ein bisschen wie Olympus macht oder OM-System und auch Canon. Finde ich ein bisschen schade, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Und zum Abschluss reden wir noch über Yongnuo und das wohl schärfste Objektiv, was die zurzeit bauen. Yongnuo ist ja nun eher bekannt, und zwar das seit vielen Jahren, dass sie Blitze herstellen, die recht günstig, aber sehr praktisch sind und auch, finde ich, sehr langlebig und robust. Sie bauen aber auch Objektive. Ich weiß, es gibt ein 50mm von Yongnuo, es gibt ein 35er und die waren immer so, naja, recht günstig wie Joghurtbecher, sage ich mal, vergleichbar wie das 50mm von Canon, das alte und legendäre 1.8er der Joghurtbecher, und so ähnlich war auch die Bauweise bisher bei Yongnuo. Dementsprechend auch die Bildqualität. Sie haben jetzt aber ein 85mm 1.8 Objektiv rausgebracht, was auf Platz 3 bei DxO Mark gelandet ist. Das ist echt gut. Sie liegen damit noch vor dem Carl Zeiss, und zwar vor dem Carl Zeiss 55mm 1.4. Das ist eine echte Ansage. Und für einen Preis von 345€, da das schärfste Objektiv zumindest laut diesem Ranking zu liefern, das ist meine Hausnummer. Weil für diesen Preis und in dieser Brennweite konkurrieren sie ja nun wirklich mit allen Drittherstellerobjektiven, auch von Wildrox oder von Sigma. Wenn die jetzt ein 85 auf dem Markt haben, was im Preis ähnlich ist, zumindest bei Wildrox ist es ja auch so. Und gerade wenn du jetzt für den Canon RF-Mount etwas suchst und es bietet dann Yongnuo dieses Objektiv an, dann hast du wohl ein sehr scharfes Portrait-Objektiv, was du dann an diesem Mount mit nutzen kannst. Es soll wohl lediglich das Sony 70-200-28 in ungefähren gleichem Abstand die Schärfepunktezahl haben wie das Yongnuo. Aber das Sony 70-200 ist natürlich auch ein Premium-Objektiv, gerade das 2.8er. Und wenn Yongnuo damit konkurrieren kann, dann haben sie für mich zumindest alles richtig gemacht. Also in Sachen Schärfe soll das womit eines der besten Objektive gerade sein im Porträtbereich. Ich hatte es selbst nicht in der Hand, aber mich würde interessieren, ob du das spannend findest, ob du Porträts fotografierst und vielleicht auch überlegst, das Ganze dir mal in live anzuschauen. Wenn ja, schreib mir das gerne hier in die Kommentare unter diesem Video. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte wieder neue News rüberbringen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt informiert, was auf dem Kamera- und Fotomarkt so los ist. Und zur nächsten Folge gibt es natürlich wieder die neuesten Neuigkeiten. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.